Herzlich willkommen im Darkside Home Cinema. In einem der wenigen Kinos, in der eine Carrera Digital 1:24 Bahn aktuell in einer Länge von 30 Metern aufgebaut wurde und aus der ich immer wieder von aktuellen Rennen berichte, sowie Tipps und Hilfestellungen zu diversen Carrera Digital Komponenten gebe. Heute würde ich euch gerne aufgrund eines Wunsches eines Besucher meines YouTube-Kanals einmal das Driver-Display vorstellen. Davon seht ihr hier gleich zwei. Wofür ist ein Driver-Display generell gut? Zum einen ermöglicht es mir, die Drehzahl eines Wagens anzuzeigen. Oder, das ist ein wirkliches Oder, es geht nicht beides gleichzeitig, oder aber nach Voreinstellung die Anzeige der Anzahl der Tankstopps und die Anzahl des Tankvolumens anzuzeigen. Wie das funktioniert, geht eigentlich ganz einfach, komme ich gleich zu. Ich möchte euch erst einmal zeigen, wie man das Ganze an die Bahn verbindet. Das ist eigentlich relativ einfach, weil, wenn wir uns das mal ansehen, im Endeffekt nichts anderes brauchen als ein Driver-Display, eins reicht dafür, eine Anschlussschiene und die Anschlussschiene wäre hier und ein Ersatzstück, was ich im Endeffekt an die Stelle machen kann, wo das Driver-Display drankommt, sofern ich keine zwei habe. Sprich, ich habe entweder zwei, die eine komplette Anschlussschiene ausfüllen, oder eins mit einem Abschlussstück. Dann habe ich einen sauberen Übergang und kann das Ganze ja, ohne Probleme und ohne Lücken in der Bahn im Randbereich anschließen. Warum brauche ich ein Anschlussstück? Weil natürlich hier über diesen Kontakt die Informationen dieses elektronischen Gerätes durch die Schiene an die Control Unit weitergegeben. So, zunächst einmal zeige ich euch die Drehzahlanzeige. Wie ihr unschwer an jedem Display erkennen könnt, ist kein Wagen oder auch keine Position vorgegeben. Sprich, über diese Anzeige hier seht ihr, das ist auch hier beschrieben unter dem roten Knopf, entweder die Position oder die Nummer des Wagens, der auf einer eurer Handregler definiert ist. Das hier ist zum Beispiel mein Handregler Nummer 4. Um den auszuwählen, müsste ich jetzt nichts anderes machen, als auf dem roten Knopf 1, 2, die vierte Position auszuwählen. Und schon sehe ich plötzlich für Wagen Nummer 4, nochmal zur Wiederholung, 4 Punkt. Das zeigt eben die über die Handregler angegebene Position, dass mein Wagen Nummer 4 offensichtlich gerade an Position 1 ist. Was auch durchaus stimmt, denn mein Wagen ist der einzige, der auf der Bahn ist und mit dem ich gerade eine einzige Runde gefahren habe, um ihn überhaupt im Rennverlauf an irgendeiner Position anzeigen zu können. Dass der Wagen auch jetzt, beziehungsweise dieses Display jetzt hier anzeigt, wie er dreht, werde ich euch jetzt auch beweisen, indem ich ganz einfach einmal Gas gebe und hier hinten den Wagen runterhole. Das ist im Endeffekt schon die ganze Funktion der der Drehmomentanzeige. Wie bekomme ich das umgestellt? Von der Drehzahlanzeige auf Tankstopp. Es geht wie gesagt entweder das eine oder das andere. Dazu muss ich nichts anderes machen, als auf der Control Unit die Tankanzeige, die ich gerade eben auf ausgestellt habe, auf On oder Real umzuschalten. In dem Moment wird automatisch auch das Driver-Display auf die Tankfunktion umgestellt und wie ihr nun unschwer sehen könnt, hat sich automatisch auch die Anzeige ein bisschen verändert. Jetzt ist hier das Rot und Grüne
nicht mehr für die Beschleunigung oder die Drehzahlmessung Anzeige zuständig, sondern für das Tankvolumen bzw. wie viel noch im Tank drin ist. Die Anzeige, die ich euch eben erklärt habe, die mit dem roten Knopf hier bedient werden kann, funktioniert genauso wie vorher. Sprich, ich schaue, welcher Wagen ist auf welchem Handregler definiert. Nochmal zur Wiederholung, mein blauer auf der blauen Fernbedienung an Platz Nummer 4. Und der wird automatisch momentan der ersten Position zugewiesen, weil er wie gesagt der einzige Wagen ist. Und wenn ich den Wagen jetzt, fahren lassen würde, würde irgendwann im Laufe der nächsten Sekunden die Tankanzeige runtergehen, wenn ich nur lang genug fahre. Normalerweise dauert es etwa auf einer Bahn zwischen 7 und 10 Runden, bis die Tankanzeige komplett leer ist. Und wie ihr seht, haben wir jetzt die ersten zwei runtergefahren. Eine Doppelleuchte steht etwa für 1 bis 2 Runden. Und langsam nähern wir uns dem Bereich, wo ich tanken gehen müsste. Wie, glaube ich, allen bekannt sein dürfte, wenn ich den Pitstop eingebaut habe und diese Funktion aktiviert habe, habe ich ab Anfang des roten Bereiches eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mit zu leerem Tank über die Start- und Zielgerade fahre und damit meine letzte Runde nicht gewertet wurde. Es ist also dringlichst anzuraten, sofern man das Driver Display tatsächlich benutzt und nicht zum Beispiel eine Cockpit XP Software hat, während des Rennverlaufs auf das Display zu schauen, um rechtzeitig in die Boxengasse einzufahren. Warum habe ich jetzt zwei Displays? Der Grund ist ganz einfach. Ihr könnt während dem Rennen, wenn ihr zu mehreren fahrt, hier natürlich jederzeit manuell und variabel unterschiedliche Handregler, Autopositionen und Autonummern auswählen. Das dauert aber und im Rennbetrieb macht das keiner, der nicht selbst gerade am Fahren ist. Vorab könnt ihr natürlich 1, 2 oder 3 oder 4 Displays oder auch mehr Displays anschließen und könnte dann im Vorfeld die richtige Autonummer schon einem Display zuweisen, der dann entweder für den betreffenden Wagen immer die Position und die Beschleunigung oder den Tankinhalt zeigt. Mehr gibt es eigentlich zu dieser Funktion nicht zu sagen. Ich kann oder will nicht ohne, ist einfach eine schöne Sache, die eigentlich auch für jeden, der eine digitale Strecke daheim hat, sinnvoll ist. Ansonsten braucht man eigentlich keine Digitalbahn zu holen, wenn man eben nicht die Digitalfeatures auch dementsprechend nutzt. Das war's schon wieder. Ich bedanke mich. Tschüss.